Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Dort drüben sitzt Benny. Wir spielen heute Arkaiona. Das soll wohl so viel heißen wie rote Frau, Frauenrot. Keine Ahnung. Wir legen los. Ab geht's. 10.21. Was? Fährst? Also 21. Oktober oder was? Oder wie? Achso. Oh Gott. Ah. I got home late. It's dark around here. And I need to get home soon. Aha. Okay. Interacten. Flashlight. Shift run. Crouchen. Okay. So, eine Dame rennt nicht. Ah, das ist Angriff des bösen Verkehrspylonen. Da muss man aufpassen. Hm, ach ja, es ist eine schöne Ecke, wo ich in die Zone bin. Was ist da vorne? Was steht da? Was ist eines? Das ist doch die Lady in Red. Hallo? Oder wer sind nicht? Sie? Kann nur noch Taschenlampe anmachen, kann mich nicht bewegen. Okay. Die hat aber auch, die ist ja richtig muskulös. Ja, vor allem hässlich wie die Nacht, Alter. Naja, egal. Komm, wir gehen mal weiter. Kann ja keiner was dafür, wenn man so aussieht wie ein Uran-Utan. Okay. Wo muss ich denn hin? So, da steht ein sehr mysteriöser Ruseven. Ich gehe hier. Was soll das sein? War das eine Telefonzelle gerade? Das ist eine Telefonzelle, ja, genau. The person from earlier. Seems pretty dangerous. I'm scared. I have to go home soon. Ja, ja, das ist auch der Plan. So, okay, renne ich mal ein bisschen. Ach, der Müll wurde auch nicht mal geholt. Was ist denn das? Ist das eine Hellraiser-Figur? Wer will denn sowas? Wer macht denn sowas? Okay, ich könnte theoretisch damit interagieren. Jetzt nicht mehr. Verstehe. Gut. Aber mit dem Schild konntest du noch was machen. Prohibition of illegal dumping. Okay, toll. 10 Millionen Yen, fein. Was? Achso, wir hecheln hier so. Oh aber Gott, mal. Oh Gott. Nach dem Hecheln zu urteilen? Sind wir ein Mann? Warte mal, wir sind das ja nicht. Kühe Schritte, das sind wir ja nicht. So, da holen wir uns hier erstmal nochmal was zu trinken. Coca-Cola Light. Coca-Cola normal. So. So, ist hier unser Haus? Wo ist denn unser Zuhause? So, hier kommen wir nicht lang. Ja, ich würde sagen, dann einfach da lang. Ja. Einfach hübsch nochmal. So. Also, hast du jetzt gerade die Taschenlampe an? Ja. Ich würde es ja irritieren, wenn jemand in Berlin abends bei einer Beleuchtung mit Taschenlampe rumrennt. Puh. Och, da würde mich schon komisch schon verrücktere gucken. Sachen in Berlin gesehen, muss ja, ich das sagen. Oh, da oben. Da oben müssen wir hin. Ah, wunderbar. Das ist unser Zuhause. Ja. Okay. Let's go. Okay, wir wissen, dass wir jetzt... Okay, ich wollte gerade sagen. Wir wissen es doch. So, die Treppe hoch. Ich würde mal sagen, gehen wir einfach hoch. Ja, also einfach direkt ganz nach oben. So, ich hoffe, hier müssen wir nicht noch bei irgendjemandem das Geld segnen oder sonst irgendwas. Und irgendwie Pakete abgeben, sondern ich möchte jetzt einfach nur nach Hause gehen. Alles schön gefließt hier, durchgekachelt, wunderbar. Großartig. Hier ist noch Hygiene, groß geschrieben. So. Sagte ich und lief an einer riesengroßen illegalen Müllkippe vorbei. Ach so, jetzt bin ich zu Hause. Erstmal. Was ist denn da schon wieder los? Das ist mein Radio? Das ist der Fernseher. Oh, that's strange. I guess I forget to turn off. Ja, ist verrückt. Okay, gut. Schauen wir mal erstmal. Ah, wunderbar. Also wir sind keine Frau. Wir sind keine Frau. Wenn wir hier kein Bier und Chips stehen, das steht mal ins Dolle fest. Frau würde sich auch anders ernähren hier. So, was haben wir denn Schönes? Donuts und Bier. Alles klar. Läuft. Im Gefrierfach haben wir Nudeln. Ich habe keine Ahnung. Können wir eigentlich Licht anmachen in unserer eigenen Wohnung? Das wäre wünschenswert. Warte mal. Oh, oh ja. Yes. Sehr schön. Träumchen. Träumchen. So, ich mach erstmal über Licht an. Dann sieht auch hier alle ein bisschen freundlicher aus. Naja, weiß ich, also ja. Die Premieren da halt. Aber ist halt so, in Japan sind die Wohnungen halt ein bisschen kleiner, ne? Stimmt. Hat der zwei Klo-Roller da? Ja, so. Das ist ja richtig Luxus.
Aber guck mal, was das Bad halt. Ja, das stimmt. Schön. So, hier kann ich hier mal zumachen. Ach so, wir müssen gleich pennen gehen, oder was? So, das ist die Fernbedienung. So, ich denke, wir müssen gleich schlafen gehen. Wir müssen jetzt ins Heierchen. Warum können wir nicht noch ein bisschen Benny und Steve gucken? Und wenn du... Okay, gut. Ab ins Bett. I'm tired. I'm going to bed today. Na dann, ab ins Bett. So, 24.10. Achso, ist jetzt immer der Heimweg, ist das jetzt hier mal, ja? Ah, na toll. Okay. Moment, was ist das? Strange Noises. Stranger in the Night. So, jetzt kam mir auf jeden Fall die Gorilla-Frau nicht entgegen, die Uran-Utan-Frau, meine ich. Wait. Na gut, wer ist er denn? Er hat aber einen Strammschritt raus. Busfahrer, oder was ist das? Police. I'm the police. What are you doing here in this hour? Nicht dich ein Scheiß an, ich geh nach Hause, Alter. I'm on my way home. Ja, nicht angeguckt? Okay. Einfach weggucken. At this time of night? Ja, vielleicht gibt's auch Leute, die eine Spätz- oder Nachtschicht haben, du Backpfeifengesicht. You're suspicious. Ja, you know, sagt der Typ, der hier gerade aus der Blue Oyster Bar kommt, oder was? But you don't seem to be lying. I can tell by the look at your face on Manik. Mm-hmm. By the way, do you always go this way? Das möchte ich dir eigentlich nicht sagen. Yes, I always go this way on the day when I have lectures at the university. Ja, wir sind so ein Student. Did you go this way 3 days ago? Ich weiß nicht, Benny, warum will der das von uns wissen? Das, also, ist mir irgendwie, das ist mir ein komischer Typ irgendwie. Müssen wir das überhaupt beantworten? Also, ich würde sagen, es geht dich in Feuchten an. Ich kann aber nur weiterklicken. Nee, ich weiß. Why do you ask me that? Actually, there was a murder 3 days ago. Ach, wunderbar, schönes Ding. The victim were a couple. Okay, wohl ein Paar umgelegt hier. The perpetrator first murdered his sleeping wife. Ach du Schande, Alter. The perpetrator kills her husband. We'll come back after that. The body was said to have been stabbed many times and was in an unsightly state. Na, ist ja wunderbar. Mehrfach erstochen, Alter, und in einem sehr unansehnlichen Zustand. You, did you see anyone suspicious on your way home? Ja. Eine Uran-Utan-Frau. Und dich. I saw a woman in red. I saw a man running. Ja, also wir haben ja eigentlich... Ja. Wir haben ja eigentlich eine Frau in rot gesehen, oder? Haben ja, wir einen Mann Frau, drin sehen? Ja, auch. Das war da, wo du dich umgedreht hattest, wo du dachtest, es wäre deine eigenen Steps. Da ist im Schatten quasi jemand weggerannt. Na, dann würde ich sagen, I saw a man running, weil vielleicht ist die Frau so, ja, schon der Geist der Ehefrau gewesen. Und ja, Vater, ich klinge ein bisschen deeper, weil ich erkältet bin. Why is my voice be so low? So, also, wir haben einen Mann rennen sehen. Sagen wir dazu, Benny? Ja, komm, wir sagen, wir haben einen Mann rennen sehen. I saw a man running. Perhaps it's could be an important clue on the case. I'd like to hear more about it. At a later date. It's already late today. So, go home early. Das ist ein... Ein Scheiß hätte ich das an, meinem Kind nach Hause hier. Kleiner Wichser! Ja, wenigstens lässt du uns jetzt... lässt du uns jetzt in Ruhe. So, dann renne ich mal nach Hause jetzt hier. Ja, rechts. Was mit der Gruselpuppe? Juti ist weg. Schön. Was? Da wurde irgendwas set up. Achso, ja. Der Fernseher. Aber von wem? Wer ist es? Ist es der Polizist wieder? Vom Gang her würde ich sagen, er ist es. Soll ich da mal hingehen? Ja, komm, genau. Ah, ne, er geht wieder zurück. Es wird der Polizist sein. Ja, ist der Polizist. Der ist mir auch ein bisschen unheimlich, der Typ. Ja, der kam ganz, also ganz komisch, war der. Das war nicht schön. Kürstöckelschuhe? Is it the lady in the red dress? Okay.
Oder wie Krauser sagen würde, is it a bitch in a red dress? So, was ist das hier, ein Vogel? Was fliegt denn hier so rum? Was ist denn das? Kopf, das ist ein Vogel. Das sind Raben. Das war ja ein spannender Heimweg. I never thought there was a murder in my neighborhood. I don't want to get down the road again. I'm hungry. Ich bin Ungare. I wonder if there's something in the fridge. Ja, da ist bestimmt irgendwas im Fridge. Macht erstmal wieder Licht an, Stevie. Selber gehen wir hier nach Hause und haben hier einfach nur Taschenlampe. Ich will auch Strom sparen. Kennst mich doch, mich alten Schotten. Aber wir können hier... Da. Nicht jetzt! Ab in die Mikrowelle. Machen wir jetzt erstmal LK jetzt nicht raus. Ich muss mir jetzt essen. Beim Essen soll mir LK noch auf den Sack gehen. Ding. So. Das ist ein Stück verschlungen. My stomach was full. Ja, aber der hat da wirklich alles gleich mitgegessen, ne? It's time to get. Es sind Verpackungen, alles. So mit einmal. It's time to get to sleep. Alles klar. So, mal zu, das Ding. Jetzt gucken wir hier nochmal draußen. Okay, kannst du nicht. Nischt. Nee. Niente. So, schlafe aber immer bei Licht. Ja. Nachti-Nachti. Kannst nicht. Kannst du nicht. Jetzt muss ich wirklich Licht ausmachen? Ja, das wäre ja also... Meinst du? Oder müssen wir erstmal auch uns Zähne putzen? Oder vielleicht auch nicht? So schön, die Taschenlampe leuchtet mir durch. Da. Oh Gott, was war denn da? Ich wollte nicht aufmachen. Wer bist denn du? Fatzke. Hooded Man. What's that for? I recent resignee? Yes, that's right. Who are you? You'd better be careful. I've seen a strange woman standing in the front of the door a few times. It was very creepy, sagt der Typ mit Kapuze, der hier nachts klingelt bei uns. So I thought I shouldn't tell you about it. Okay. That's it. See you soon. Na, hoffentlich nicht. Also ich werde dich nicht nochmal... Ich mach mal einfach die Tür zu, ne? Abschließen. Ich wollte eigentlich hier oben durchschauen. Okay, gut. Was? Was? Ach. Okay. Der arme Vogel. Ist mir egal. I'm going to bed already. Ist mir scheißegal, ich will schlafen. Also sowas. Was? 21. Ist die Vergangenheit? Ja. 3 Tage davor. Ach, wegen dem Mörder? Mhm. Aber stimmt, der Typ im Hoodie. Glück hat's. Hello? Wife, you? Did you work overtime today? Yes. Hm, ist der Typ da? Ach, guck mal, das ist ja der im Hoodie. I've been busy with the work lately. I won't be able to go home on time this month. More than that, what did you do? It's so rare for you to call me. What's going on? I have an important story to tell you. I want to talk to you at home, so come home soon. Okay. Ja, einfach aufgelegt oder wie? Was für Unsinn, da kann man doch mal Tschüss sagen. Oder so, Küsschen. Tschüsschen. Okay. I'm home. Is my wife already sleeping? Wollt ihr doch mit mir sprechen? Frau! Was ist nun los? Ich bin hier. Bereit für ein Gespräch.
Hallo? Das ist aber schon für japanische Verhältnisse richtig eine mega Hütte. Ja, das ist eine Putzen. Er macht ja auch immer viel Überstunden. So, jetzt machen wir mal gegen hier. Können wir nicht. Ja, ein bisschen karges Regal. Okay, wir schauen mal erstmal, irgendwo muss ja unsere Frau sein. Wahrscheinlich liegt die schon ermordet irgendwo rum. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen. Guck dir mal unter der Dusche. Ja, guck. Unter der Dusche? So, wir müssen nach oben gehen. So, rennen ist nicht, wir können nur salopp schlendern. Okay. Hello, darling, I'm home. Who are you? Please. Ah, the door is locked. Oh, there's blood on the floor. What is this? Darling, open up. Okay, dann fällt dann kein Kommentar, kein Nichts irgendwie dazu. Ist jetzt irgendwas aufge... Also, hä? Klang so, wa? Als wir letzte Tür aufhingen. Oder bist du einfach nur auf so eine schiefe Diele getreten, so knarzmäßig? Nee. Kann sein, aber war mir eher wie Tür drauf. Oh, eine Katze. Kitty. Schnurrpesel. Oh. More blood. Ich sag doch, guck in die Dusche. Geil, Alter. Das wäre jetzt auch ein Badezimmer, das würde mir selber gefallen, ja. Ja, schön separierte Dusche mit Wanne da drin, geil. Kannst du schön Faxen da machen. Okay, überall ist Blut. Das ist nicht gut. Hier war gerade noch eine rote Kanne, jetzt ist weiß. Anomalie! Ah, Kannentausch. Okay. Sehr suspekt. Sehr suspekt. So, vorne ist plötzlich rot. Okay. Warum sind immer die Fernseher an? Ach du Scheiße. So. Okay, können wir nicht mit interagieren? Wie ist jetzt die Tür zu? Oh, ist ja... Also er kommentiert doch kein bisschen das Blut, ne? Das ist ihm wohl total ja, also. Nö, das ist für ihn, ja, normal. Normal Day. Also sag mal, wie das bin. Ich würde dann auf jeden Fall den Anomaliehebel ankippen. Das wird immer mehr Blut hier. Ach du Schande, Alter. Oh no. Darling, what's going on? Oh no. Killing me. Okay, weiter? Ich hab keine Taschenlampe mehr, ich kann nichts machen. Na toll. Legen wir uns einfach schlafen. So, schlimm ist ja, wir wissen, dass wir der Nächste sind. Ja, aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich zu erfahren. Ob es die rote Frau war oder... Ja, das ist die rote Frau, Benni! Der Hoodie! Nein! Nein! Das ist die muskulöse Affenfrau gewesen. Okay. Also wir wissen, es war auf jeden Fall die rote Frau, die den Mord begangen hat. Was ist denn los? Who could have visited me at this hour? Das ist bestimmt der Polizist. Oh nee. Aber der weiß doch gar nicht, wo wir wohnen. Doch, weiß er, ist der Bulle. Er weiß alles. So, ich möchte jetzt nicht einfach wieder aufmachen. Ich möchte einfach hier oben erstmal durch den Spion schauen. Auf gar keinen Fall, Mike, auf. Haben wir im Schlaf eine Prostituierte bestellt? Wenn ihm. Vielleicht? Versehentlich? Shortcut, SMS? I don't know. Ich sag mal, wie das? Habe ich nicht so Lust drauf, aufzumachen. Kann ich einfach so schnell, als ich schlafe? Ist mir egal. Anscheinend nicht. Alter. Du kannst gar nicht aufmachen. Guck mal. That woman is crazy. Okay, dann versuch mich mal zu verpissen. I have to call the police. Hier ist eine Frau, die macht Klingelstreiche. Mach auf, die ist nett. Ich glaube nicht, Vater. He said it will take 2 minutes for the police to arrive.
I have to endure it for another 2 minutes. Wie soll ich denn jetzt 2 Minuten überleben? Verstecken ist hier nicht. Ach du Scheiße. Einfach ignorieren oder was? Also. Gott! Hoppala. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken. Okay, vielleicht musst du dich im Badezimmer verstecken. Ja, das könnte hinhauen. Wir probieren das mal. Okay, sie brauchen 2 Minuten. Tralalala, kam die Alter jetzt da durch. Ich glaube, ich spinne, Alter. Und don't move. Doch hier hin. Ja, es sieht aus wie eine Schrankwand. Ich guck da nicht rein. Es wäre jetzt krass, wenn die mein Mikro abgreifen würde beim Spiel. Und ich bin die ganze Zeit am Labern. Aber es hört sich an, als ob sie draußen ist. Also sehr weit weg. Naja, gut, die Sounds werden in dem Spiel wahrscheinlich jetzt nicht so mega authentisch sein. Na gut, wir haben noch 1 Minute, die wir überleben müssen. Noch 60 Sekunden. Meinst du, dass sie jetzt rausgelaufen ist, weggelaufen ist und wir jetzt hätten rausgehen müssen und uns woanders verstecken müssen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also außer sie geht jetzt, kommt zurück und geht jetzt hier direkt rein, weil dann vielleicht. Aber es kann auch einfach sein, dass sie jetzt gerade einfach blöd, wie sie ist, gegen die Vordertür läuft, weil sie die nicht aufmacht. Ja, trau dich. Nein, tu mal nichts. Wir bleiben schön versteckt hier. Okay. Noch sich gehört? 20 Sekunden. Schön auf dem Klo mit dem Handy. Wie sich gehört. So, 10 Sekunden noch. So, ich hoffe, der schmierige, ekelhafte Polizist kommt. Ja, aber dann wird er die ja nicht verhaften, weil er sucht ja nach einem Mann. Wir haben ihn ja falsch beauskunftet, glaube ich. Nachher werden wir verhaftet. That's the sound of the police. Pass auf, jetzt werden wir verhaftet, weil sie sich ausgibt, als ob sie diejenige ist, die da wohnt. Na, das wäre ja fatal. Aber das lässt sich ja nachprüfen. The woman fled before the police arrived. I don't know what she'd attacked me. A week have passed since then, but the woman has not been caught yet. It seems like I hear those footsteps every night. It's so creepy that I decide to move on out in the near future. It's very too fast for me to written the rest of the text. Okay. Heißt, wir haben nicht überlebt. Ja, wir hören jede Nacht die Footsteps. Ja, ist jetzt die Frage, dürfen wir uns jetzt noch bewegen? Nee, kann mich nicht bewegen, habe keine Steuerung. Nein! Gott. Ist die Affenfrau. Hallo, sie, muskulöse Affenfrau! Sie wird uns nicht sehen. Bad End. Oh, wieso noch? Schön. So, ihr Lieben, das war das Bad Ending von Akai Ona. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns bitte unten in den Kommentaren wissen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ebenfalls schreibt es euch unten hin. Unterstützt uns gerne auch mit einem Abo auf dem Kanal. Würde uns sehr helfen. Und hoffentlich sehen wir uns wieder im nächsten Projekt hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Also es gibt auf jeden Fall dann 2 Enden anscheinend. Wenn wir jetzt den Polizisten gesagt hätten, dass wir eventuell die rote Frau gesehen hätten. Wir können das noch mal kurz forcieren. Wollen wir das mal schnell? Können wir loaden? Okay, wir probieren es mal. Toilette. Achso, ach, gib mal, wir können gleich raus. Ja, hat er ja geschrieben, wenn die das Window kaputt macht, kannst du gleich wegrennen. Oh. Über die Front Door. Deswegen sagte ich mir jetzt gerade so von wegen, okay, das geht ja recht schnell. So, hier wäre jetzt Left. Also. Ja, dann muss da jetzt irgendwo ein Cardbox sein. Okay, hier ist zwar Box, aber.
Vielleicht bin ich aber auch hier wieder komplett weit. Lauf einfach. So. Da ist doch das Ding, da ist der Mallet. So. Jetzt können wir reden, Fräulein. Kommen Sie hierher. Wo ist sie? Jetzt kommst du jetzt hier runter? Ja, komm her. Lady. So, während Benny so diabolisch lacht, liebe Kinder, Gewalt gegen Frauen. Erst recht mit einem Hammer ist falsch. Das ist richtig. Don't try this at home. Völlig korrekt. Von Stevie gesagt. Das sind ja auch nur virtuelle Pixel, die ich hier haue. The police arrived shortly thereafter. The woman died. Self-defense was admitted and I was not caught. It turned out that the murderer in the couple was the woman. She had a former affair with her husband who was killed in the incident. The police speculate that she committed the murder out of spite. The month after the incident, I moved out. I never want to feel like that again. Na, das ist ja jetzt der totale Happy End, war das ja jetzt. Also, was ist denn das, Alter? Hast jemanden getötet? Good Ending. Super, okay. It's a good ending. Mit dem Hammer ist jetzt vielleicht auch nicht die feine Englische. Also, okay, aber cool. Good Ending. Erspielt. Vielen, vielen Dank, Alauntube. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Dankeschön.